Hotelmatratze quält Marcelo. Nach der frühen Auswechslung von Brasiliens Linksverteidiger Marcelo kamen Sorgen bei den Fans und der Seleção auf. Der 30-Jährige gab jetzt aber auf Instagram Entwarnung. Gott sei Dank nichts Schlimmes. In kürzester Zeit bin ich wieder zurück, schrieb der Verteidiger von Real Madrid. Brasiliens Verbandsarzt glaubt, das Problem für Marcelos Rückenprobleme zu kennen. Es könnte mit der Matratze im Hotelbett zu tun haben, sagte er. Ob Marcelo am Montag im Achtelfinale gegen Mexiko spielen kann, steht noch nicht fest. Brüch kann von DFB aus profitieren. Nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft darf Schiedsrichter Felix Brüch auf weitere Einsätze hoffen. Dem Deutschen winkt der Karrierehöhepunkt, denn theoretisch sind dem DFB-Referee beim weiteren Turnierverlauf nun keine Grenzen mehr gesetzt. Brüch und seine Kollegen sind allerdings auf den Weltverband FIFA angewiesen und müssen hoffen, dass die Schiedsrichterbosse nach dem ersten Einsatz weiter auf sie bauen. Für Brüch wäre es der erste Einsatz in der K.O.-Runde einer WM. Party auf Berliner Fanmeile geht weiter. Der Betrieb auf Deutschlands größter Fanmeile in Berlin geht auch nach dem deutschen Vorrundenaus weiter. In den vergangenen Jahren profitierte die Partyzone immer vom langen Verbleib des DFB-Teams im Turnier. Trotzdem werden ab der K.O.-Runde alle Spiele auf der 80 Quadratmeter großen Leinwand vor dem Brandenburger Tor gezeigt.